Herzlich willkommen im Haus Ungarn, auch allen herzlich willkommen im Livestream. Wir sind hier beim zweiten Talk des Lola-Festivals der Deutschen Filmakademie mit dem Titel Ich bin dein Kino. Ja, wir freuen uns riesig, vier total spannende, engagierte, tolle KinomacherInnen heute hier zu Gast zu haben und Martin Hagemann, mit dessen Vorstellung ich kurz anfange. Martin wird heute moderieren. Martin ist Vorstandsmitglied in der Filmakademie, Professor an der Filmuni in Babelsberg und Filmproduzent. Danke, dass du heute die Moderation übernimmst. Daneben Verena von Stackelberg, die ein tolles Kino hier in Berlin betreibt, das Wolf-Kino. Die Berliner kennen es wahrscheinlich alle. Kim Ludolf Koch von der Cineplex-Gruppe heute mit dabei. Schön, dass Sie die weite Reise angetreten haben. Und daneben Hanna Dobslav vom Cineplex Alhambra in Berlin-Wedding, sehr engagierte Kinomacherin aus Berlin. Und die weiteste Anreise ganz außen hatte Matthias Hellweg vom Breitwandkino, Starnberg, Gilching und unter anderem Betreiber des Fünf-Seen-Festivals. Also vier Personen, die sich mit der Situation des Kinos, über die wir gleich sprechen werden, in- und auswendig auskennen. Insofern, wir freuen uns sehr auf das Gespräch. Herzlichen Dank an euch alle. Viel Spaß. Dankeschön. Auch ich bedanke mich bei euch, bei Ihnen, dass ihr gekommen seid. Danke an die Filmakademie für die Veranstaltung, die ich besonders spannend finde, weil ich den Titel auch so toll finde. Ich bin dein Kino. Anne Lippin hat sich den wohl ausgedacht. Danke, Anne. Finde ich deshalb einen guten Titel, weil wir haben vier ganz unterschiedliche Kinovertreterinnen, Vertreter und doch reden wir alle über das Gleiche. Wir reden über unser Kino. Und ich würde euch bitten, als erstes vielleicht euch nochmal euer Kino vorzustellen. Und meine Frage ist vor allen Dingen jetzt am Anfang, wo steht euer Kino jetzt? Wo sind wir jetzt? Es gibt viele Nachrichten, es gibt viele Diskussionen. Die letzten eineinhalb Jahre haben, glaube ich, wieder so viel Kinodiskussionen auch in den Feuilletons gehabt, wie selten zuvor. Und jetzt können wir wieder ins Kino und wo steht ihr? Das würde mich interessieren. Verena, vielleicht fängst du an. Dankeschön, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Soll ich das Kino selbst kurz vorstellen? Oder? Ich denke, nee, okay. Also Wolf wurde 2017 gegründet und hat Kaffeebar, Mittagstisch, zwei kleine Kinosäle und noch einen Studioraum. Wir machen viele Workshops. Wir haben auch Postproduktion für Farbkorrektur. Wir machen ein bisschen Verleih. Wir verstehen uns ein bisschen mehr als nur Kino, in dem Sinne, als dass wir eben versuchen, den Film auf seiner gesamten Laufbahn zu begleiten. Wir haben viele FilmemacherInnen, die dann tags oder abends im Café sitzen, sich treffen, über Arbeit sprechen oder sich austauschen und auch annahbar sind für das Publikum. Also da ist ein ganz enger Austausch zwischen FilmemacherInnen und dem Publikum. Und wir machen auch viel Filmbildungsarbeit. Und ich empfinde gerade eine große Verwirrung, weil ich eben nicht genau weiß, wo wir stehen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ein größerer Ansturm kommt nach der Wiedereröffnung, weil das letzten August auch so war. Aber es ist auch klar, dass die Leute viel skeptischer sind im Moment und vorsichtiger. Und dementsprechend habe ich den Eindruck, dass die Leute eher kommen, wenn man wirklich was ganz Besonderes bietet. Oder eben etwas, was, worüber man überall gelesen hat. Also alles, was dazwischen ist, ist schwer zu verkaufen. So. Aber nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass jetzt mit dem Einsetzen des Herbstes wieder mehr Leute da sind und sich auch die Leute aufraffen und in die Innenräume begeben, so wie ich das eigentlich auch an mir selber erkenne gerade. Herr Koch, das Geschäftsmodell der Cineplex-Gruppe ist ein etwas anderes und trotzdem reden wir über das Gleiche, wir reden über das Kino. Wie sieht es bei Ihnen aus? Ja, erstmal ganz herzlichen Dank, auch mal vor Kreativen sprechen zu dürfen. Ich bin häufiger auf Panels, aber meistens sind es Kinobetreiber und Verleiher. Ich war mal ganz kurz auf der kreativen Seite, als meine allererste Erfahrung nach meiner Möbelrestauratorenlehre Kameraassistent bei Christoph Schlingensiefs Egomania war, was eine sehr interessante Erfahrung war. Immerhin habe ich dabei Tilda Swinton kennengelernt. Ich wusste, dass
Udo Kier jede Menge guckst, und habe mich dann aber doch entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen, und ich begleite jetzt seit 25 Jahren die Cineplex-Gruppe. Das sind 26 Familienunternehmen, die in ganz Deutschland Kino betreiben. Sie sind mittlerweile auch die stärkste Marke auf dem deutschen Markt. Hanna, meine Kollegin hier, ist sozusagen Mitarbeiterin einer dieser Familienunternehmen, nämlich hier der Familie Mertins zusammen mit Herrn Sunder aus Berlin. Und wir versuchen eben in dieser Gruppe, insbesondere auch in der Zentrale, wo ich bin, alles, was die gemeinsam machen können, zu koordinieren. Jetzt zu Ihrer Frage, wo stehen wir? Wenn man sich jetzt die Besucherzahlen anguckt, dann haben wir seit Anfang Juli knapp 20 Millionen Besucher gemacht. Das ist, wenn man das mit dem Vorvorjahresbesuch vergleicht, liegt man zwischen 20% und 25% darunter. Das ist so schlecht nicht, finde ich. Und ich hoffe, dass also in der nächsten Woche, wenn dann der Bond, und der wird ja dann vom Multiplex bis zum Programmkino wahrscheinlich so sogar in den kommunalen Kinos wird er gezeigt werden, weil die Rechtfertigung, dass ein solcher Film ein so breites Publikum hat, führt dann eben auch dazu, dass der überall läuft, was ich auch völlig legitim finde und gut finde. Und Bond ist einfach auch ein absolutes Phänomen und beschreibt im Grunde aber auch mein Credo, dass diese unselige Trennung zwischen Kinos, die sich eher kommerziellen Filmen zuwenden, und denen, die sich angeblich eher künstlerischen Filmen zuwenden, eine völlig überflüssige Betrachtungsweise ist. Und wann immer man nach Frankreich guckt, sieht man, dass die das auch komplett anders machen. Aber ich glaube, da gehen wir nachher auch nochmal drauf ein. Danke. Danke. Frau Dobslav, Sie betreiben ein Kino der Cineplex-Gruppe und Sie sind im Wedding, also von Neukölln. Ein Kino geben wir rüber in den Wedding. Wie sieht es mit dem Kino im Wedding aus zurzeit? Also ich muss gestehen, dass wir auch einen deutlichen Unterschied merken zu dem, was wir im letzten Jahr hatten. Da haben wir ja quasi zeitgleich im Juli gestartet, und dem, was jetzt ist, und das hat ja Herr Koch bereits schon angesprochen, also es geht uns nicht ganz schlecht. Wir könnten es besser, wir wissen das auch. Wir denken, wir wissen auch, woran es liegt, an vielerlei Unsicherheiten, also was das Publikum angeht, was darf ich, was muss ich haben, um überhaupt ins Kino zu kommen. Da haben wir auf jeden Fall gemerkt, dass es da Unsicherheiten gibt. Aber ich denke, was man im Wedding vor allen Dingen merkt, ist, dass einfach die breite Bevölkerung das kommerzielle Kino braucht. Und es braucht es, weil es einfach deren Kulturangebot ist, was niederschwellig zugänglich ist, was man als Kind schon kannte und was man eben mal schnell konsumieren kann, ohne große Vorplanung. Und ich glaube, da müssen wir einfach, oder da das ist der Benefit, den wir haben, dass wir einfach mitten im Stadtbezirk sind und mitten in der Wohngegend, und die wollen raus und die kommen dann zu uns. Und da sind wir, glaube ich, auf einer sehr, sehr guten Seite. Und wir haben vorhin schon drüber gesprochen, das Arthouse-Publikum ist dann vielleicht auch vorsichtiger als die Familie von nebenan, die eben einfach mit ihren Kindern nachmittags am Sonntag raus muss. Matthias Hellwig, Sie sind ganz im Süden, hatte Maria schon darauf hingewiesen. Sie machen auch ein Festival. Wie sieht es bei Ihnen aus? Also erstmal auch von meiner Seite herzlichen Dank für die Einladung. Ich mache seit 35 Jahren Kino, nachdem ich von der Filmhochschule abgegangen bin in München. Sind Programmkinos ausgezeichnet mehrfach. Dann habe ich begonnen, ein Festival zu machen. Das heißt, ich kenne die ganze Bandbreite vom Kino aus langer Zeit. Bin in meinem Vorort von München, das ist wieder auch speziell. Die Situation jetzt, würde ich sagen, ist eher, wie es so beschrieben wurde, diffus oder nicht ganz klar. Ich glaube, dass, wo das Kino hingeht, sich erst nächstes Jahr entscheiden wird, wirklich. Uns fehlen sicher, also wir hatten in München unten oder in Bayern den Kaiserschmarrn-Drama, der natürlich hervorragend lief. Wir freuen uns natürlich auch auf den Bond, das ist gar keine Frage. Aber ich sehe halt, das ist dann schon eine enorme Fokussierung auf zwei Titel, und dazwischen sind eher so
Abstürze. Ich würde es, also in meinem Bereich, wo ich Filme habe, sind die ganzen deutschen Filme, Dokumentarfilme, die hier gerade vorhin angesprochen wurden. Ich denke mir, es liegt vor allem daran, dass nicht nur, dass das Publikum, das wir ansprechen, unsicherer ist, das stimmt schon auch, aber auch, dass es nicht gelungen ist, die guten Filme, obwohl die Verleiher sich bemühen, aber wirklich in der Bevölkerung wirklich zu verankern. Es sind dann zu viele Filme, die verschwinden dann wieder oder wie auch immer. Also es gab Zeiten, wo einfach jeder wusste, im Programmkino kommt der Film und der Film und hast du schon gehört und da müssen wir rein. Und das ist eigentlich nicht so. Wir haben das Stammpublikum jetzt, das kommt. Die Cineasten, die da waren vorher, die sind wieder gekommen. Aber es fehlt das, wo wir so ein bisschen so eine Schnittmenge haben, eigentlich an dem Publikum, das sich einen schönen Abend machen will und dann aber doch wieder bei uns jetzt nur Kaiserschmarrn-Drama gehört hat oder eben jetzt kommt der Bond. Und aber dass dazwischen die vielen, vielen schönen Filme, die es gibt, wirklich wahrgenommen werden, ist leider nicht so. Oder nicht zufriedenstellend so. Sie kommen aber auf ganz niedrigem Niveau. Auf die Filme werden wir sicher nochmal zu sprechen kommen, etwas später. Ich habe jetzt sozusagen zwei verschiedene Verwirrungen wahrgenommen. Einmal eher eine von Ihnen beiden. Wo ist das Publikum? Was möchte das Publikum? Es hat auch was mit der Programmierung natürlich zu tun, dem Angebot der Filme. Und dann sicherlich die Verwirrung, die mit Corona und den Sicherheitsmaßnahmen zu tun hat. Darf ich Sie beide fragen, was wünschen Sie sich für die Kinos in den nächsten Wochen, Monaten? Wie würden Sie am liebsten mit Corona umgehen, wenn wir noch jetzt durch diesen Winter kommen müssen? Also da schlagen zwei Herzen bei mir in einer Brust. Ich glaube, jeder, der in der Kulturbranche, in der Veranstaltungsbranche arbeitet und der miterlebt hat, wie ein Lockdown sich auswirkt, wird sich impfen lassen und hat relativ wenig Verständnis für diejenigen, die im Grunde die Eindämmung der Pandemie künstlich in die Länge ziehen, indem sie sich nicht impfen lassen. Wir sehen das in den Kinos eben durchaus als sehr, sehr problematisch an. Wir haben unter dem Lockdown gelitten und wenn wir das Problem nicht schneller in den Griff kriegen, oder wir müssen es schneller in den Griff kriegen, als es sich im Moment andeutet. Das wäre möglich, wenn alle sich eben impfen ließen. Wir haben gleichzeitig, insofern wäre die 2G-Regelung durchaus eine vernünftige, gleichzeitig würde sie aber einen großen Teil unseres Publikums ausschließen und das wiederum spricht dagegen. Aber wenn man will, dass es lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, insofern wäre ich dafür, da relativ rigoros auch vorzugehen und der Bond ist ein hervorragendes Mittel, die Leute, dass sie sich auch impfen lassen, weil den will im Zweifel jeder sehen. Ja, ob es bei den Filmen, die nicht ganz so wichtig sind, ob die dann sagen, okay, na, das ist wie eine Urlaubsreise, auf die möchte man nicht verzichten, dann lässt man sich im Zweifel impfen. Aber und Bond ist sowas. Ja, und da hoffe ich einfach, dass wenn Bond nur mit 2G geht, dann haben wir, glaube ich, eine gute Chance, die Impfquote nochmal in die Höhe zu treiben. Dann impfen Sie noch vor den Kinos. Naja, man braucht ja 2 Wochen, aber dann, der läuft zum Glück auch lang genug, die können dann immer noch mal kommen. Ja. Mehr interessiert mich aber wirklich die Verwirrung, in Anführungsstrichen, ich sage das immer in Anführungsstrichen, aber du hast den Begriff benutzt, was die Kuratierung, was das Programm angeht. Sie haben alle jetzt mehr oder weniger angedeutet, die Schubladen, in denen wir ja schnell denken, hier ist das Arthouse-Kino, da ist das kommerzielle Kino, dass uns diese Schubladen vielleicht nicht mehr weiterhelfen. Gibt es bei Ihnen Bemühungen, aus diesen Schubladen insofern rauszukommen, dass Sie zum Beispiel mehr, was wir jetzt mal schubladenmäßig Arthouse nennen, spielen würden? Halten Sie das für sinnvoll? Du hast Kaiserschmarrn erwähnt, ihr spielt den Bond, spielt ihr den Bond, Verena? Der würde unsere Leinwand zerfetzen. Aber was hältst du davon, diese Schubladen ein wenig zu verlassen? Oder hast du in deinem Publikum ein so klares Bild, was du kuratieren möchtest, was dein Publikum haben möchtest, dass das für dich keine Frage ist? Also mir ging es, glaube ich, noch nie um Schubladen. Mir geht es um gute Filme. So. Und die können aus jeder Richtung kommen. Und Bond ist sicher auch für viele ein guter Film. Aber es gibt eben dann doch Filme, die passen einfach nicht zu uns. Und ja, die würden wahrscheinlich das Profil auch zerschießen. Ich glaube, wir hätten jedes Verständnis dafür, wenn wir jetzt in eine kommerziellere Schiene gehen. Aber ich habe auch das Gefühl, dadurch, dass wir wirklich uns immer explizit als ein
Filmzentrum oder ein Haus für FilmemacherInnen auch geoutet haben, dass wir da nicht einfach jetzt die in den Stich lassen können, die gerade wirklich verzweifelt nach Kinos suchen. Und die klopfen natürlich überall gerade an die Tür und sagen, wir brauchen noch eine Vorstellung hier und da und sonst klappt es mit der Förderung wieder nicht und so weiter. Also auch die Flyer und die FilmemacherInnen sind in einer sehr schwierigen Position gerade. Und da habe ich so ein gewisses Verantwortungsgefühl, vielleicht auch denen treu zu bleiben. Und ich bin sehr dafür, zu experimentieren mit neuen Formen des Einsatzes der Zeiten und allen möglichen anderen Ideen. Aber ich würde jetzt nicht einen Film ins Programm nehmen, nur weil er dann vielleicht Geld bringen würde, weil eventuell würde das Publikum den Film bei uns gar nicht finden, weil wir da so weit weg sind von. Das ist bei Ihnen an. Ja, ich glaube, in der Stadt kannst du viel mehr Sparte machen. Also du musst nicht, ich würde sagen, Wolfkino, was soll der Bond da? Es gibt den in tausend anderen Dingen. Oder in München, wo ich mich auch auskenne, das Werkstattkino muss jetzt nicht den Bond zeigen, sondern da hat man die Sparten. Bei mir ist es jetzt auf dem Land, ist es ein bisschen so, dass natürlich Mainz ein bisschen breiter aufgestellt ist als jetzt bei euch in der Stadt. Also ich habe ein breites Segment, sage ich mal. Ich habe Kaiserschmarrn-Drama gespielt, ich werde auch den Bond spielen. Aber natürlich ist für mich Kino Vielfalt und gerade wenn ich jetzt halt hier auch auf dem Deutschen Filmpreis und Akademie sind, irgendwo müssen die Filme ja gespielt werden. Also sie müssen ja, wenn die alle hier nur Filme machen und wir spielen alle den Bond, dann ist es ja nicht das Ziel der Sache. Oder wenn wir nur amerikanische Filme spielen. Also wir müssen ja oder sollen und wollen letztendlich uns breiter aufstellen. Das Problem sehe ich bloß in der Werbung, also wirklich in der, also wenn die geschätzten Kollegen diese anderen Filme, die ich fast alle manchmal gar nicht kenne, spielen, dann ist es wunderbar, aber sie sagen halt, okay, die machen auch die Werbung und die breitere Masse geht da rein. Wenn wir Filme hätten, die eben das auch hätten, dann würden sowohl Alhambra und alle Cineplexe die spielen. Aber das Budget, und daran krankt ja dann alles sozusagen, das ist viel zu wenig, wenn wir Filme machen in Deutschland, viel zu wenig an das Ende denken, sowohl an die Verleiher, wie kommt der überhaupt ins Kino. Es steht da bloß immer so, dieser Schlagwort, der soll ins Kino kommen. Das ist wunderbar, aber was bedeutet das? Also was bedeutet das? Also das ist doch jetzt nicht nur der Raum, dass es auf der Leinwand erscheint und dann haben wir es im Kino gespielt und dann kommen da 500 Leute, sondern das bedeutet doch, dass wir vorher schon bei der Förderung, bei allem, auch beim Machen darüber nachdenken müssen, was muss passieren, damit dieser Film erfolgreich im Kino läuft. Und nicht nur in Berlin, also ich kenne jetzt nicht genau, aber Berlin ist so die Kulturhauptstadt oder Kinohauptstadt und da funktioniert das schon und dann vergessen wir den Rest. Man muss sich das einfach überlegen und dafür muss Geld in die Hand genommen werden. Das ist das so das Entscheidende. Wir haben ja keine schlechten Filme, aber sie müssen viel besser ausgestattet werden. Okay. Auf Ihrer Seite hängt es ja sehr viel von den Blockbustern ab. Sie müssen schon Filme spielen, die Geld machen. Und wir dann, auch. Wir wollen auch. Klar. Also insbesondere Kinos, die jetzt nicht das Glück haben, dass sie über Programmprämien und so weiter auch noch eine zusätzliche Einnahmequelle haben. Wenn sie auch neu gebaute Kinos haben, sind in der Tat darauf angewiesen, dass sie auch Geld verdienen. Und ich glaube, es hängt ein bisschen davon ab, wo ist das Kino? Sie haben das eben genau richtig beschrieben. Wir haben ein Kino, das ist in Neufahrn. Das ist im Vorort von München. Das hat 16 Leinwände. Und da sind relativ viele Säle zwischen 40 und 70 Plätzen. Das ist ein Kino, das im Grunde ein Vollversorger darstellt. Die spielen alles, ja, und die spielen es auch lange und haben dadurch auch exzellente Besucherzahlen. Und wir sind in Marburg, da hat die Premiere von Herrn Bachmann stattgefunden, über die vorhin so nett gesprochen wurde. Und das war da auch ein ganz tolles Erlebnis. Also wir sind, wenn wir die einzigen Kinoanbieter in diesen kleinen und Mittelstädten sind, bemühen wir uns, ein Programm zu machen, was alles abdeckt. Gewisse Mindestanforderungen an die Profitabilität sind dann aber trotzdem auch gegeben, weil am Ende des Tages sind gerade neu gebaute Kinos auch verhältnismäßig teuer und da kann man es sich nicht leisten, länger auch Filme zu spielen, wo dann sehr wenig kommen und dann stellt sich genau die Frage, wie kriegt man das hin, wenn mehr kommen. Ja, wir haben 600 bis 700 Filme, die jedes Jahr starten und ich würde mal sagen, dass ein Multiplex in Berlin maximal die oberen 250 spielt, vielleicht 300 und so ein Kino wie in Marburg in der Studentenstadt oder das in
Liste neu fahren, spielt vielleicht 350 oder 400. Und ich weiß nicht, wie viel Sie spielen. Sie spielen vielleicht 100 bis 150, 200, vielleicht auch 250, aber sozusagen vom hinteren Ende, weil Sie eine Nische gebildet haben, hier eine große Grundgesamtheit haben in Berlin, die das dann aber genau interessiert. Und das ist in der Stadt wie Friedrichshafen oder Singen oder Troisdorf oder Euskirchen, ist das einfach nicht möglich. Auch wenn es da eine Nachfrage gibt, aber die so klein ist, dass man sie eigentlich nicht bedienen kann. Und das ist traurig. Frau Dobzlaff, wie lange müssen Sie einen Blockbuster spielen, damit es sich lohnt? Ich möchte ein bisschen auf die Frage hinaus, was passiert mit den Blockbustern in Zukunft? Wir wissen, dass während der Pandemie neue Verwertungsstrategien ausprobiert wurden, eingeführt wurden. Was ist Ihre Wunschzeit? Es ist ein Blockbuster spielen wir so lange, wie er Gäste hat. Und wir spielen ihn erst voll, also auf allen Zeiten. Wir spielen ihn zurzeit auch in mehreren Sälen, weil wir spielen ihn UV, wir spielen ihn möglicherweise 3D, wir spielen ihn in der deutsch synchronisierten Fassung. Und wir versuchen schon sozusagen so ein Blockbuster das rauszukitzeln, was er so hat. Und irgendwann wird es aber weniger, weil wir jede Woche 3, 4, 5 neue Filme starten. Es gab mal eine Zeit, 2019, ich glaube, da habe ich in der Blickprüfung Film 17 neue Filmstarts in einer Woche gezählt. Und ich habe gedacht so, ja, das ist eine Menge. Und er hat vollkommen recht, es hat halt was, oder wir müssen einfach gucken, dass wir unsere Filme fürs Publikum machen. Das heißt also, wenn wir Filme machen, dann müssen wir unserem Publikum sagen, dass wir Filme haben. Und das können die Amerikaner natürlich wahnsinnig gut, weil sie ein unglaubliches Werbebudget haben, weil sie Merchandising-Produkte rausbringen und weil das einfach irgendwie funktioniert, weil einfach alles ineinander greift und einfach Geld da ist. Aber ich denke, viele kleine Filme verdienen es einfach auch, gesehen zu werden. Ich habe ein wunderbares Beispiel. Wir haben am 6. In September war es, glaube ich, da haben wir Der nasse Hund gehabt im Alhambra als Premiere, weil er von Weddingern im Wedding gemacht worden ist. Und der lief großartig. Also die Premiere war toll, der lief auch danach noch toll. Die Darsteller sind mit ihren Freunden ins Kino gekommen und haben gesagt, guck mal da. Wir haben so eine Resonanz bekommen, dass wir einfach gesagt haben, okay, wir machen nochmal ein Publikumsgespräch, wir bringen nochmal einen großen Saal und ihr könnt dann nochmal kommen und so. Und ich denke, da liegt unsere jetzige Aufgabe darin, dass wir einfach uns unser Publikum wirklich genau angucken. Und Multiplex-Kinos und die großen Popcorn-Kinos, die haben natürlich Auflagen von Verleihern. Wir müssen Blockbuster spielen. Wir haben da manchmal auch gar nicht so die Möglichkeiten, ja, zu sagen so, nee, jetzt nicht oder so. Aber ich denke, wir müssen trotzdem gucken, wo ist unser Publikum? Und das müssen wir bedienen. Und dafür müssen wir die Chance haben, es zu bedienen. Ich habe jetzt in Köln habe ich Fly mir nicht ganz angeguckt, aber Teile davon. Das ist ein großartiger Film, der ist für die Jugend. Der muss aber eben auch so vermarktet werden, dass er da landet, wo er hingehört. Das heißt also, ich werde jetzt gucken, dass ich meine Schulen anschreibe, dass ich den in die Schulnewsletter reinbringe, dass die überhaupt merken, dass so ein cooler Film kommt, für die alle, also bei dem die alle Spaß haben. Und das ist aber eben Arbeit, die mir die Amerikaner halt abnehmen. Ne? Also der ist dann halt bekannt. Und bei den deutschen Filmen braucht es einfach ein bisschen mehr. Und da braucht es, glaube ich, uns alle. Also die Produzenten, Verleiher, Regisseure und Kinomacher. Und Förderer. Und Förderer. Herr Koch, ich komme trotzdem nochmal auf die Frage, wie lange sollten Blockbuster im Kino bleiben, ohne dass sie in den anderen Geschäftsmodellen der Produzenten, die diese Filme herstellen, landen? Sie sprechen jetzt vom Fenster. Ja. Das ist ein interessantes Thema mit dem Fenster, weil wir... Okay. Ich hoffe, das ist Thema Impfung. Nee, oder Unterstützung für ein möglichst langes Fenster. Wir erleben ja jetzt im Grunde eine Situation, wo insbesondere die amerikanischen oder vor allen Dingen einige amerikanische Studiounternehmen das Fenster massiv angreifen. Teilweise sind es 4 Wochen, teilweise sind es 6 Wochen. Da muss man ehrlicherweise sagen, das funktioniert nicht wirklich. Wenn man sich die Lebenskurve auch von großen Filmen anguckt, aber auch von kleinen Filmen, dann haben die 95% ihres Besuches nach 8 oder 10 Wochen
Wochen erreicht. Das heißt, wenn man nach 4 oder 6 Wochen eine zweite Auswertungsform schafft, insbesondere wenn es sie dann als Bestandteil eines Streaming-Abo-Service ist, also kein Premium-VOD sich anhängt, sondern im Grunde ein Streaming nur, dann wird das Auswirkungen auf den Besuch haben. Und wenn man dann auch noch sieht, dass es kleinere Kinos gibt und die auch auf dem Land sind, die auch nicht zum Bundesstaat alles mitspielen können, dann wird die das maßgeblich beeinträchtigen. Und es ist eine absolute Benachteiligung auch der deutschen Filme, die sich ja im Regelfall, weil sie gefördert sind, noch an ganz andere Fensterlängen halten müssen. Also wir versuchen gerade zum Teil auch mit harten Bandagen unsere Interessen da durchzusetzen. Wir haben uns mit einigen anderen Kinobetreibern zusammengetan und haben eine sogenannte Cinema Family Group gegründet, die etwa 30% des Marktes abdenkt, wo nur deutsche Familienunternehmen mit dabei sind, wie Kinopolis, wie die Familie Kieft, wie Achim Flebbe und eben unsere 26 Unternehmen, die dann auch zum Beispiel gesagt haben, dass wir den Film Black Widow, der Day and Date, also zum gleichen Tag auch als Stream angeboten wurde, dass wir diese Filme nicht einsetzen. Und wenn man sich anguckt, wie dann die Ergebnisse eines solchen Films sind, dann tut das uns weh und es tut auch dem Verleih weh. Und vielleicht hat es ein Fünkchen dazu beigetragen, dass sich bei Disney insofern ein Sinneswandel eingetreten ist, indem sie sagen, also ab jetzt machen wir die Filme bis auf Weiteres mit 46 Tagen. Das sind dann 6 Wochen und ein Wochenende und ein zusätzliches Wochenende. Das ist immer noch zu kurz, aber es ist natürlich weit besser als nix oder 4 Wochen. Und beide Verbände, also AG Kino und auch Hauptverband Filmtheater, haben da im Grunde eine identische Erwartung. Ich glaube auch, dass es für die kleinen Filme tödlich wäre, wenn es kein Fenster gäbe, weil das Motiv, den zu sehen, würde ja im Kino zu sehen, würde ja noch mehr sinken, wenn der nicht auch eine gewisse Popularität und Wahrnehmung bekommt, die man durch das Kino kriegt. Also wie lange muss ein Blockbuster laufen, das hängt vom Erfolg ab. Manchmal gibt es eben auch welche, die sind dann relativ schnell wieder draußen, möglicherweise zurecht. Und bei manchen, die brauchen einfach ihre 6, 8, 10 Wochen. Und je breiter das Publikum ist, alle erinnern sich noch gerne an Der Junge muss an die frische Luft oder Bohemian Rhapsody, die sind zum Teil 20 Wochen, 30 Wochen sind die im Kino gelaufen und haben immer noch nennenswerte Besucherzahlen erzielt. Und dann gibt es welche, so gerade dieses Horrorgenre, da kommen die Fans in den ersten 2 Wochen und dann kommt danach eigentlich fast keiner mehr. Was wiederum der Grund dafür ist, dass die Amerikaner gesagt haben, toll, jetzt ist er nach 3 Wochen draußen und jetzt müssen wir noch 14 Wochen warten, bis wir ihn woanders auswerten können. Und das war sozusagen dann, da war die Pandemie jetzt das richtige Ereignis, um hier mit einer völlig disruptiven Fensterpolitik uns im Grunde die Wand hochzuschieben, also uns als Kinos. Welche Rolle, Herr Hellwig, spielt der deutsche Film bei Ihnen? Ich spiele fast jeden. Es ist schwer. Also kann man verschieden anfangen. Also ich hatte jetzt beim Festival, ich habe so eine Reihe Perspektive Junges Kino, in dem ich eben Debütfilme zeige. Also man kann über den deutschen Film x-fach reden. Aber versuche ich mal. Und letztendlich habe ich nur einen Film aus einem anderen Land dazu gezeigt, weil es unser Gastland war, und sofort fielen die Deutschen ab. Das heißt, unter sich sind die einigermaßen normal und ganz nett, und dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, die Filmbranche freut sich da so in ihrem Kreis, aber sobald du es woanders hinstellst, wird es schon schwierig. Es fehlt mir da, vorhin fiel hier dieses Wort frech, es fiel dieses Wort wirklich mutig. Also das würde ich mir, wenn man mal von unten anfängt, wirklich dringend erwarten. Da sind wir in einer, ich habe auch meine Gedanken dazu, warum es so ist, aber lasse ich die mal weg. Also da muss was geschehen, wenn man an den deutschen Film denkt. Das Gleiche gilt aber auch ein bisschen für den quasi deutschen Film der Oberklasse oder sowas, wo ich mir sage, oft
Wissen die Leute wirklich, was ein Kinofilm ist? Also was mache ich denn im Kino? Ich sitze 2 Stunden im Kino und bin völlig konzentriert. Ich gehe nicht weg woanders hin. Ich muss mir nichts nochmal erklären lassen, sondern ich schaue mir die Person an. Und dann, wichtig ist die Authentizität der Person. Und dann bin ich manchmal schon viel, viel weiter. Und das heißt dann, wenn man im Kino sitzt, dann sackt es so ab so ein bisschen. Okay, ja, weiß ich schon. So. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch wieder so subsumiert, der deutsche Film sehr fernsehlastig. Vielleicht sind wir das aber auch einfach. Also vielleicht sind wir einfach so. Wir wollen das so haben, wir freuen uns und deswegen gehen wir dann ins Kino und vielleicht ist es einfach so. Aber natürlich ist es schon auffällig, der deutsche Film war weder in Venedig dabei, er war weder in Cannes dabei. Muss man sich mal fragen, warum? So, also kann natürlich ein schlechter Jahrgang gewesen sein, aber muss man sich einfach fragen. Und ich muss es ja dann auch den Kunden wieder verkaufen. Also wenn ich jetzt meinen Kindern sage, die fragen dann, ist der Film deutsch? Und dann sage ich, ja, okay, dann lass mal's mal lieber. So. Und das ist natürlich nicht gerade toll, ich hätte es gerne anders. So. Also wir haben da Probleme, ich spiele sie trotzdem alle. Also nicht alle natürlich, es sind natürlich dann auch wieder zu viele. Also das kommt dann dazu, es ist dann das, was ja meine Kollegin gesagt hat, dann wird man angerufen, zeigt doch den Film noch und den. Und dann sagt der Verleiher, ja, bring ihn doch bitte eine Woche, dann kriegen wir noch die Förderung. Und du weißt genau, 0 Besucher, 3 Besucher, 0, mache ich es jetzt, so, was unterstütze ich? Also es liegt da sehr viel am Argen, sage ich mal ganz kurz. Frau Dobzlaff, Sie hatten gesagt, es liegt am Marketing auch. Sie haben den nassen Hund, ein ganz aktueller deutscher Film, den ich sehr mochte, erwähnt. Ist er denn dann auch nach der Premiere, nach dem Event besser gelaufen oder nimmt das dann schnell nach dem Event dann den üblichen Gang der Dinge? Er ist halt relativ unglücklich gestartet zu einer Zeit, wo die großen Kinos auch einfach voll waren mit Filmen, die einfach auch wirklich Gäste brachten. Und deswegen haben wir ihn tatsächlich dann nach der Premiere am Donnerstag eingesetzt, aber in einem sehr kleinen Kino, was aber zur 17 Uhr Runde halt auch ausverkauft war. Und dann habe ich halt am Wochenende geguckt und habe gedacht, na gut, dann müssen wir einen etwas nicht ganz so gut laufenden Kinderfilm vielleicht in das kleinere Kino nehmen und den nassen Hund in ein etwas größeres Kino. Und das hat das hat so super gewirkt, dass er jetzt eigentlich eher den anderen Weg geht, ja? Dass er von einem kleinen Kino in der ersten Woche, in der zweiten Woche jetzt in einem größeren und jetzt am 25. zum Publikumsgespräch jetzt auf jeden Fall auch wieder in einem noch größeren Saal spielen wird. Und ich denke, so kann es eben auch gehen. Also nicht nur nach unten korrigieren, sondern eben auch mal nach oben. Sie hatten gesagt, der Film ist im Wedding gemacht worden, hat sicherlich eine ganz spezielle Bedeutung im Wedding. Herr Hellwig hatte schon gesagt, am deutschen Film kann man viel drüber nachdenken, viel drüber sagen. Wie viele deutsche Filme spielen Sie im Jahr? Ich bin ganz schlecht in Prozenten, aber was ich glaube, weil man nassen Hund halt ganz wichtig ist die angesprochene Authentizität. Mhm. Also es ist einfach, der ist fürs Publikum, weil das Publikum drin mitspielt. Und deswegen geht er so gut. Das war bei Fuck You Goethe ähnlich. Da haben Jugendliche drin gesessen, da haben aber eben auch die 80-Jährigen drin gesessen, die irgendwie gedacht haben, oh, deutscher Film, muss ich mir angucken. Und dann haben die halt zusammen im Kino gesessen und hatten alle Spaß. Und das, also wie gesagt, Prozente, keine Ahnung. Ich spiele deutsche Filme, wir spielen deutsche Filme. Ich denke, wie gesagt, das hat was viel mit Authentizität zu tun. Ob sie spielen, ob sie nicht spielen, die Reaktion der Kinder kenne ich. Oh, deutscher Film. Ich denke, wir werden besser. Also jetzt Fly, muss ich echt sagen, finde ich großartig, sieht gut aus. Würde ich, glaube ich, auch, also würden auch unsere Jugendlichen sehen. Herr Koch, Sie haben vor ein paar Jahren mal einen Vortrag auf dem HDF-Kongress gehalten und über den Begriff Reichweite gesprochen. Und das fand ich damals sehr interessant. Wir haben es jetzt nochmal, Sie haben es nochmal erwähnt. Vielleicht erklären Sie kurz, was Sie da herausgefunden haben zwischen eben den europäischen Ländern und Deutschland. Und vielleicht können Sie gleich zur Diskussion dann auch noch
ein paar Gründe liefern, warum das vielleicht in Deutschland noch nicht so weit ist. Ja, das ist, also wir haben es schon vor Ende der 90er haben wir es zum ersten Mal gemacht und haben es für das Jahr 2018 und 2019 nochmal gemacht. Ich habe mich immer gefragt, warum ist Deutschland Schlusslicht in Europa, was den Pro-Kopf-Besuch angeht, mit 1,3 und 1,4. Und habe dann über die Verbindung des Europäischen Kinoverbands die sogenannte Reichweite auch in unseren Nachbarländern zusammengetragen. Also Reichweite heißt, wie groß ist der Anteil der Bevölkerung, der wenigstens einmal im Jahr ins Kino geht. So, das ist in Deutschland liegt das ungefähr bei 40%, mal bei 38, mal bei 42%. Die FFA erfasst das dankenswerterweise immer über die GfK. So, das heißt, oder anders, Frankreich hat eine Reichweite von knapp 70%, England und Schweden sogar über 70% und Amerika sogar über 80%. Das heißt, die Größe, die nicht dort ins Kino geht, ist eher so eine Residual, so eine Restgröße. Bei uns ist es die Mehrheit, die nicht geht. Also diejenigen, die in Deutschland ins Kino gehen, haben in etwa die gleiche Besuchsfrequenz wie die Menschen, die in Frankreich, in England, in Schweden, in Amerika ins Kino gehen. Es sind bloß viel, viel weniger. Also bei uns ist der Kinogänger eine Randgruppe, während der Nicht-Kinogänger in anderen Ländern eine Randgruppe ist. So, und jetzt wird es wirklich interessant, woran liegt das denn überhaupt? Und ich bin, wir haben mit unserer Cineplex-Gruppe, organisiere ich seit vielen Jahren Reisen in andere interessante Kinostädte. Und wir waren vor 2 Jahren in Paris und haben uns da sehr intensiv auch mit allen möglichen Kinokonzepten auseinandergesetzt. Kleine Kinos, große Kinos, Programmkinos und so weiter. Und was man dort einfach sieht, ist, dass, nehmen Sie das größte Kino Frankreichs, das ist das UGC Les Halles, das ist unterm Centre Pompidou, hat 27 Säle und da läuft dann wahrscheinlich jetzt Dune in 3 oder 4 verschiedenen Fassungen und daneben laufen französische Filme und daneben laufen europäische Filme und daneben laufen auch kleine Filme mit Untertiteln. Als wir unsere Reise in Frankreich, in Paris hatten, war das eine Woche vor dem Start Werk ohne Autor von Florian Henkel von Donnersmarck. Die ganze Stadt war mit diesem Film plakatiert. Also etwas, was man nicht mal in Deutschland finden würde. Und die Art und Weise, wie Film dort kulturell verankert ist, das ist etwas, was selbst mit viel Geld kurzfristig in Deutschland überhaupt gar nicht erreichbar ist. Ja? Dort gibt es die Bibliothek von François Truffaut, ist auch neben diesem riesigen Kino da und in der Unterwelt unter dem Centre Pompidou in einem riesigen Einkaufszentrum. Da gibt es in jeder kleinen Stadt gibt's ein Filmmuseum, da gehen morgens die Schulklassen hin. Die haben Medienkunde, also das sind alles keine besonders neuen Befunde, ist aber etwas, was dazu beiträgt, dass es dort nicht nur eine große Reichweite gibt, dass es auch dass es auch eine hohe Besuchsfrequenz der Leute gibt. Der Kinobesuch ist gemessen am Einkommen auch etwas preiswerter als hier, aber es gibt da überhaupt nicht diese Berührungsängste zwischen gut und es gibt nur gut und nicht gut, aber eben nicht zwischen anspruchsvoll, weniger anspruchsvoll. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, und das ist eigentlich eins meiner wichtigsten Anliegen, diejenigen, vorhin als die Regisseurin von Herrn Bachmann gesagt hat, die waren vorher noch nicht im Kino, außer zu der Premiere, das ist eigentlich unser größtes Problem. Wenn wir die Jungen nicht ins Kino kriegen, dann kommen die auch nicht wieder, wenn ihre eigenen Kinder aus dem Haus sind. Ja, also die Generation der sozusagen späten 50er bis Ende 60er, also meine Generation und auch noch 2 Generationen, also nicht Generationen, aber Leute, die noch 20 Jahre jünger sind, die sind als Kinder noch ins Kino gegangen, weil es eigentlich noch keine andere mediale Form der Filmrezeption in dem Umfang gab. Und wenn die selber irgendwann mal ihre Kinder aus dem Haus haben, dann erinnern die sich daran, dass Kino irgendwie cool war und kommen wieder. Davon profitieren die Kinos im Moment nämlich, von dieser Generation. So, diejenigen, meine Kinder zum Beispiel, trotz größter Bemühungen habe ich denen das ins Kino gehen nicht anerziehen können. Und wenn die dann irgendwann mal mit Ende 30 sagen, so, jetzt sind meine eigenen Kinder oder Anfang 40 aus dem Haus sind, dann erinnern die sich hinterher daran, dass Kino cool war. Das ist für die dann der Erstbesuch. Und da habe ich sozusagen meine größte Befürchtung, dass wir es den Kindern, diese Kulturtechnik, eigentlich nicht beibringen. Und wenn sie dies als Kind nicht lernen, dann werden sie es als Erwachsene auch nicht tun. Und insofern habe ich jenseits der Frage, welche Auswirkungen hat ein verkürztes Fenster auf, die,
auf das Nutzungsverhalten von Kinobesuchern, ist meine größte Befürchtung, dass die junge Generation, die A, ohnehin nicht von der Reproduktionsrate besonders geküsst ist, aber auch in ihrem Mediennutzungsverhalten so kinoabstinent ist, dass wir langfristig Besucher da auch noch mal in nennenswertem Umfang verlieren werden. Und das ist so ähnlich wie mit dem Klimawandel. Ich weiß nicht, vielleicht ist es schon zu spät, da wirklich einzugreifen, aber erforderlich wäre es trotzdem, die Kinder mit reinzubringen. Und da dann vielleicht auch noch mal all den Programmkinobetreibern, die so ein bisschen mit einer manchmal mit so einer leicht erhobenen Nase auf die Multiplexe gucken. Die ersten Kinobesuche finden im Multiplex statt. Und wenn den Kindern das gefällt und sie eine halbwegs vernünftige Bildung und Erziehung genießen, dann werden sie, wenn sie größer sind, in die Programmkinos kommen. Aber wir bilden das Publikum für die anspruchsvollen Kinos heran, wenn sie jung sind, zu uns kommen. So ein kleiner Appell, was zu tun in der Sache. Danke. Verena, du machst wirklich Kino vor Ort. Wir haben jetzt Themen gestriffen wie Marketing für das Publikum direkt zu machen. Was machst du anders als die Kinos, die du sonst kennst? Ich wollte nur mal sagen, dass wir auch erste Kinobesucher bei uns haben. Das gibt es auch, aber es das ist trotzdem, ja. Durchschnittsalter im Programmkinos ist deutlich absolut, höher. Absolut, als sonst. Aber ich möchte da noch mal kurz andocken, weil ich finde es mit der Filmbildung, da stimme ich Ihnen zu, es ist absolut essentiell und da müssen wir anfangen und da müssen wir viel, viel, viel besser drin werden und da müssen wir eben auch anfangen, breitflächig die Diversität des Kinofilms zu kommunizieren, also von den großen bis zu den ganz kleinen Filmen, sodass eben dann der Idealzustand stattfinden kann, indem man in einem Kinosaal, in einem Kino in verschiedenen Sälen komplett unterschiedliche Filme zeigen kann und die Leute keine Berührungsängste haben oder das Gefühl haben, das ist jetzt aber zu akademisch oder zu intellektuell, also das absolut. Und da sind wir alle in der Pflicht, als KinobetreiberInnen noch mehr Filmbildung zu machen, finde ich. Was war die Frage? Sorry. Nur noch ein kleiner Scherz am Rand. Wie weit der Weg für uns ist, habe ich auf dem Weg hierher mir überlegt, als ich an die Beerdigung von Jean-Paul Belmondo gedacht habe und die Bilder, die man dabei gesehen hat, diese Emotionen. Und dann habe ich mir vorgestellt, wir hätten jetzt, er möge lange leben, Til Schweiger, und der Bundespräsident käme zur Beerdigung. Also das war für mich sozusagen der Unterschied, wie Filmkultur in unserem Lande eigentlich aufgehängt ist und wie wir mit unseren Stars umgehen, wie das Publikum die Stars präsentiert kriegt und so weiter. Hm. Die Frage an dich war eigentlich, ich wollte nochmal aufs Marketing zurück, weil ich glaube auch, dass das ein ganz wichtiger Punkt nach Corona sein wird, dass wir uns über die Herausbringung, über die Kosten natürlich der Herausbringung, aber auch über die Strategien nachdenken und da einiges ändern müssen. Wie sieht es bei dir aus? Also wie bekommt das Publikum von dir mit? Weil du spielst ja ein sehr besonderes Programm. Du bist, sie haben Nische gesagt, ich würde sagen, ein besonderes Angebot. Wie kommunizierst du mit deinem Publikum? Ich versuche es auf eine ganz persönliche Art und Weise. Auch eben, weil die Entstehungsgeschichte des Kinos teils über Crowdfunding passiert ist und wir deswegen tatsächlich einen sehr, sehr engen Kontakt mit vielen Leuten haben. Also da, das ist nicht so pseudopersönlich, sondern ich spüre das wirklich. Und dadurch, dass wir in der Nachbarschaft auch ein fester Bestandteil sind, so trifft man sich auch die ganze Zeit und redet über die Dinge. Also das auf der einen Seite. Und heißt das, du kennst jeden Besucher persönlich? Absolut nicht. Nee, aber ich glaube, dass dieses Persönliche und dieses Authentische auch total wichtig ist, ob man jetzt im Wedding ist oder in Neukölln, das ist ein ganz essentieller Teil, so diese Kommunikation und dann eine Offenheit und eine Ehrlichkeit auch, wo man steht und wie es aussieht und was man braucht und was man anbietet und alles, was dazugehört. Also wir sind nicht so eine glatte Fassade mit einem super perfekten Design, das überall hinpasst und also so vorgepresst aussieht, also oder vielleicht super schick, sondern wir sind eben eher selbstgemacht, handgemacht und persönlich. So. Die Frage nach dem deutschen Film haben alle drei schon beantwortet, du noch nicht.
Also es sagt sich so leicht, ne? Seid mutiger, seid frecher, traut euch mehr. Das gilt aber vor allem auch für die Förderinstitutionen, dass sie da offen sind und diesen Mut und die Frechheit und dass sich trauen auch unterstützen und daran glauben. Ich glaube, das ist wichtig. Gut. Corona ist hoffentlich bald vorbei. Alle Kinos mehr oder weniger. Die FFA hat ja recht gute Zahlen veröffentlicht, dass noch gar nicht viele Kinos aufgegeben, also nur ein paar wenige haben aufgegeben. Die Hilfen gibt es noch, wird es vielleicht noch etwas länger geben. Ich würde gern eine Runde einfach mal von Ihnen hören. Was erwarten Sie von der Politik, aber auch von der Produzentenschaft, von den Verleihern in Deutschland für die nächsten 2 Jahre, für die nächsten 3 Jahre? Sind es andere Filme? Sind es weniger Filme? Ist es mehr Geld im Marketing? Mehr Geld? Sind es andere Strategien, vielleicht auch die finanziert werden müssen, was die Zuschauerbindung angeht, was die Zuschauerkontakte angeht? Also ich sag mal meinen Studierenden immer, wenn ich jetzt im Moment nach Paris fliegen möchte, gehe ich auf mein Handy und weiß ganz genau, nach 5 Minuten habe ich ein Ticket. Bei den Kinos fällt mir das immer noch schwer. Was sollte da in den nächsten 2-3 Jahren passieren in den deutschen Kinos, damit die guten Zahlen der FFA, was das Nicht-Kinosterben angeht, hoffentlich bestehen bleiben? Darf ich anfangen? Also in der Tat ist es richtig, dass bisher so gut wie gar keine Insolvenzen stattgefunden haben. Es gab so ein paar, die hatten eine Vorerkrankung und die mussten aufgeben. Das liegt im Wesentlichen daran, dass auch durch intensive Lobbyarbeit der Kinoverbände der Politik auch vermittelt werden konnte, dass Hilfe wirklich Not tut. Da ja eine Schadenersatzregelung durch das Infektionsschutzgesetz nicht gegeben war, musste also über Beihilfen gearbeitet werden. Ich will da jetzt nicht darauf eingehen, welche Komplexität das hat. Am Ende hat es jedenfalls geholfen, dass alle diese Krise überwunden haben. Ich glaube, die kritische Phase werden wir haben, wenn die Hilfen nicht mehr da sind. Und dann aber, dass die Besuchsveränderung stattfindet, die sich durch reihenweise neue Streaming-Abonnements ergeben, durch verkürztes Fenster. Da glaube ich, dass es also eine organische Besuchsveränderung mit einem leichten Abwärtstrend geben wird. Auch die FFA hat schon vor der Pandemie im Grunde einen Besucherrückgang um 10-15% in den nächsten Jahren prognostiziert und genau diese Effekte dort auch abgebildet. Das glaube ich auch. Insofern muss man, glaube ich, die Idee, wenn man Filmen also auch eine Öffentlichkeit vermitteln will und Film im Grunde auch als etwas künstlerisch Wertvolles betrachtet. Und dazu kann eben auch ein großer, erfolgreicher amerikanischer Studiofilm gehören, genauso wie ein kleiner deutscher oder europäischer Film. Wenn man das begreift, und dann brauchen Kinos möglicherweise das eine oder andere, vielleicht nicht alle, aber doch das eine oder andere, auch weiter grundsätzliche Unterstützungen. Und ich bin froh, dass Sie da sind vom BKM, weil natürlich das BKM nicht nur als Oberaufsicht der FFA, sondern eben auch mit eigenen Mitteln hier die Kinos unterstützt. Das muss meines Erachtens in jedem Fall weitergehen. Das Zweite, was uns im Moment einfach auch ein Problem macht, sind diese wirklich sehr, sehr heterogenen Regelungen, wie Hygienevorschriften zu handhaben sind. Also wir betreiben ja in 13 von 16 Bundesländern Kinos und es ist nicht nur von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, es ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Und wenn man, wir haben ganz, ganz konkret das Problem, dass wir heute zwar Karten für James Bond verkaufen sollen und wollen, wir aber nicht genau wissen, wie viele Plätze wir pro Saal eigentlich verkaufen dürfen. Das ist, wenn die Filme im Regelfall nur eine Woche im Voraus buchbar sind, dann nicht ganz so groß das Problem, aber jetzt ist das durchaus ein Problem. Und dann wünsche ich mir natürlich nicht zuletzt von der Branche, aber auch natürlich ganz explizit von den internationalen Verleihunternehmen, dass sie eine Fensterpolitik nicht nur mit Maß machen, sondern wirklich auch den Dialog da suchen. Bisher haben sie immer gesagt, das muss flexibilisiert werden und wir müssen sprechen. Und jetzt wird nicht flexibilisiert und es wird nicht gesprochen, sondern uns wird irgendwas aufoktroyiert und dann wird gesagt, friss oder stirb.
Das wünschen Sie sich? Also ich glaube, ich wünsche mir von der Politik tatsächlich Nachhaltigkeit. Also ne, eine Verordnung, die am Dienstag gilt, sollte vielleicht auch noch am Wochenende gelten. Sodass Sicherheit, wo Sicherheit möglich ist, besteht, also auch Planungssicherheit. Ich wünsche mir von unserem Publikum das Vertrauen in uns, dass wir ihnen die Sicherheit geben, dass sie zu uns kommen können, weil wir wissen, was wir tun. Und ich wünsche mir von den Verleihern manchmal auch ein bisschen mehr Vertrauen darin, dass wir auch als Nicht-Programmkino auch Programm machen. Das heißt, wir kennen unser Publikum auch und wünschen uns manchmal Filme, die wir nicht bekommen, weil, keine Ahnung, wir halt in die Schublade nicht passen. Und da wünsche ich mir tatsächlich ein bisschen mehr Flexibilität. Und wie gesagt, von unserem Publikum wünsche ich mir einfach nur Vertrauen, dass sie zu uns kommen können und dass es schon geht, auch im Herbst und im Winter. Ja, ich denke, ich kann da mich in großen Teilen natürlich anschließen. Ich denke mal, Corona ist klar das Thema. Seit Wochen und Monaten wären klare Verordnungen, glaube ich, egal ob es in Bayern oder in Berlin ist, wünschenswert. Weil wenn es die gäbe, dann würde auch das Publikum nicht letztendlich dann doch immer wieder fragen, wie überhaupt die Regelung ist. Und das heißt, es herrscht eine enorme Unsicherheit und die hält bestimmt noch den einen oder anderen einfach ab, weil er nicht weiß, wie es ist und nichts Genaues weiß. Ich hoffe auch, dass es irgendwann mal vorbei ist. Das wäre jetzt das ganz Kurzfristige, dass man mal irgendwann eine Klarheit hat. Ich würde mir natürlich schon wünschen, das ist zwar ein sehr langfristiges Ziel, vielleicht können wir es ein bisschen kürzer, was Sie auch gesagt haben, ist wirklich essentiell. Also irgendwann müssen wir wirklich auch wissen, ob wir Kino wirklich wollen, also in Deutschland. Also wirklich, wirklich, wirklich wollen und nicht nur den Fernseher und nicht nur unsere Serien und nicht nur unseren Krimi am Sonntag, sondern ob wir Kino wollen. Und das ist völlig richtig. Bei mir ist es dann eher Fellini gewesen, wenn ich daran denke, wie da die Beerdigung war. Da sind wir meilenweit davon entfernt. Und natürlich muss man dann auch sagen, auch mal wirklich von oben sagen, was ist denn Kino überhaupt? Und das ist sicher auch das Auswertungsfenster, das ist richtig, dass wir diese Exklusivität haben, aber wir müssen doch diesen besonderen Raum, den wir alle so schätzen und der wirklich was ganz Großartiges auch gerade in der Zukunft unserer Schnelllebigkeit sein kann, den müssen wir doch rausstellen. Wir müssen doch nicht einfach nur sagen, der muss ins Kino, der Film, sondern wir müssen es definieren und es muss von oben kommen. Also das muss von einer, wirklich auch von der Politik oder von der Gesellschaft kommen und von der Presse. Also wenn man sieht, wie viel über das Fernsehen geschrieben wird, dann muss man mal überlegen, was sich selbst in den großen Tageszeitungen einfach über das Kino geschrieben wird. Und das setzt sich ja dann so durch. Und ich würde mir von den Verleihern wünschen, das wünsche ich mir schon seit Jahrzehnten, dass sie einfach mal mehr miteinander versuchen, diese Verleihpolitik wirklich abzustimmen. Und eigentlich ist es ja, ich sage also im Extremfall, sind ja 600 Filme nicht schlecht. Wenn es 600 großartige Filme wären, dann würden wir hier sitzen und würden wirklich alle lachen und uns freuen. Auf der anderen Seite heißt es aber auch, dass es gibt manchmal solche Phasen, wo du merkst, jetzt kommt ein Film nach dem anderen und dann ist es im Publikum drin und dann ist Kino auch wieder drin. Also müssen wir nicht nur einen Film, was ich am Anfang sagte, haben, sondern es muss dann auch weitergehen. Und am besten ist es doch, wenn wir alle irgendwie 3, 4 Filme im Hintergrund haben, die müssen wir jetzt alle sehen und das sagen wir jetzt alles auch den Freunden und so weiter. Und wir kommen nicht hinterher, das wäre ja das Wünschenswerte. So habe ich das Gefühl, also es wäre so ein Wunsch. Ich denke, beim 1.7. haben wir so ein bisschen hingekriegt, da war es dann so ein bisschen, wo ich so habe, jetzt machen sie es alle, aber das würde ich mir wünschen. Aber ich habe nicht ganz genau verstanden, was die Verleiher dabei für eine Rolle spielen, dass naja, es diese Reihung gibt. Naja, sie müssen ja irgendwie die Starttermine, ich weiß es nicht genau, wie es funktioniert, das sitzt jetzt aber manchmal hat man das. Jeder versucht natürlich seinen besten Film, den er hat, an dem besten Ort und hat auch dann auch oft Angst, dass vielleicht das dann wieder weggenommen wird und so weiter. Ich denke mir, wenn man wirklich an den Film glaubt, dann traut man sich auch, den Film dahin zu setzen. Und wenn man die Werbung richtig macht, dann wird er auch funktionieren. Meines Erachtens, das ist nur immer so eine Hoffnung. Natürlich, es gibt auch dann ein Wochenende, das wunderschön ist und so weiter. Aber
dass man halt schaut, also wir, jeder von uns war schon mal in der Lage, also ihr habt größere Kinos, aber wo man sich dachte, jetzt sind drei wunderbare Filme, ich kann sie jetzt nicht spielen, blöd gelaufen. So. Und das ist halt, wo sich die Verleiher irgendwie absprechen sollten, müssten. Auch die Großen. Ich bin da total Ihrer Meinung, aber im Regelfall ist das ja so, also abstimmen dürfen die sich angeblich nicht. Derjenige, der vermeintlich das stärkste Produkt hat, der sucht sich einen Termin und alle anderen reihen sich drumherum. Und wenn der verschiebt, dann ist das wie so ein Dominoeffekt. Dann rutschen alle auch wieder hin und her. Aber du hast eben einen Punkt angesprochen. Manchmal kriege ich einen Film nicht. Eins unserer wesentlichen Probleme ist die Flexibilität unserer Programmierung. Also gerade wenn man einen großen Film von einem Studio spielt, dann wird man gezwungen oder es wird einem doch sehr nahegelegt, diese Filme dann auch in allen Vorstellungen zu spielen. Und diese Form der Flexibilität beschränkt natürlich gewissermaßen auch die Programmvielfalt. Und wir sind gerade dabei, auch im Verband und auch mit dem Verleiherverband ein Modellprojekt zumindest mal erst zu diskutieren, ob es nicht sinnvoll wäre, den Kinos eine komplette Dispositionsfreiheit einzuräumen. Das heißt, die bestimmen selber, wann sie welche Filme, wie lange sie einsetzen. Die Großen haben natürlich Angst, dass eine schlecht besuchte Abendvorstellung, aber wenn man die 500 Mal in Deutschland hat, dann kommt da eben Besuch zusammen, dass sie die verlieren und dann hier neue Visionen stattdessen mit seinem Film da reingeht. Ja? Also, dass die Großen Marktanteil verlieren und die Kleinen Marktanteil gewinnen. Ich glaube das nicht. Ich glaube, bin der festen Überzeugung, dass dadurch ein Marktwachstum stattfindet. Und es gibt auch mehrere Major-Verleiher, die gesagt haben, wenn die Kinos so programmieren dürften, wie sie wollten, also mehr Vielfalt, dann würde der Markt zwischen 10% und 15% steigen. Das wären 10 bis 15 bis 20 Millionen Besucher, die wir mehr hätten. Und davon würden natürlich auch die großen Verleiher profitieren, weil die werden ja zum Teil dann auch schon mit vernünftigen Besucherzahlen rausgeschmissen, weil der nächste Major für seinen neuen Film wieder alle Vorstellungen haben will. Möglicherweise würde der Marktanteil von Disney dann von 25 auf 24 sinken, aber wenn der Kuchen größer wird, ist deren Stück dann auch entsprechend größer als das alte. Und dafür würde ich kämpfen, dass wir als Kinobetreiber da einfach eine andere Flexibilität haben, um eben auch kleineren Filmen auch dann mit mehrere Wochen ein-, zweimal pro Woche dann auch anbieten zu können. Weil gerade wenn den Filmen das Marketing fehlt, wenn das Publikum auch eins ist, was ein bisschen länger braucht, bis es kapiert, dass der Film da ist, dann hat man eine Chance, solche kleinen Nachfragenischen auch zu bedienen. Das vorhin genannte Kinos in Neufahrn mit 16 Sälen, die können das, weil sie eben so viele Säle haben. Die bedienen die kleinen Nachfragenischen und haben deswegen auch eine fantastische Sitzplatzauslastung und einen Besuch, der höher ist als ein Multiplex hier in Berlin. Sagen Sie mir, warum dann die anderen Kinos das nicht schon lange auch machen? Weil das extrem viel Arbeit macht. Und es gibt, also wenn man sich anguckt, wie neue Kinos, also zumindest sehe ich das bei uns in der Gruppe. Wir haben letztes Jahr in Neustadt an der Weinstraße ein Kino gebaut, das hat 10 Leinwände. Wir haben in Baunatal ein Kino eröffnet, das hat auch 10 Leinwände. Also wir gehen schon in Kleinstädte, bauen hochwertige Kinos mit einer luxuriösen Ausstattung, haben aber nicht mehr diese 400 Platzsäle, die wir gar nicht mehr vollkriegen, außer wenn vielleicht der Bond kommt, ja, sondern wir brauchen kleinere Säle, die aber die gleiche Ausstattungsqualität haben, wo wir dann eben auch die kleineren Filme vernünftig auswerten können. Also diesen Trend kann man feststellen und die FFH erfasst das auch. Die Anzahl der Leinwände nimmt zu oder bleibt gleich und die Anzahl der Sitzplätze nimmt ab. Gut, dann danke ich Ihnen jetzt für den guten Austausch. Wir haben jetzt ein paar Themen gestriffen, über die wir gar nicht vorher gesprochen haben. Danke dafür auch. Ich gucke trotzdem mal in die Runde. Vielleicht gibt es ja doch die eine oder andere Frage bei euch hier. Dann danke ich. Sehr herzlich. Nicht, wenn der Kaffee ruft. Darf ich noch einen Wunsch äußern? Ja. Also ich wünsche mir einen Pass für Kinder und Jugendliche, der subventioniert ist und der es ihnen ermöglicht, umsonst ins Kino zu gehen. Weil ich glaube, da müssen wir wirklich ran. Und ich wünsche mir Agenten, die für unabhängige Filmemacher und kleine Verleiher noch extra Marketing und lokale Arbeit für die Kinos machen können, weil die Kinos machen im Moment diese lokale Arbeit. Die sind quasi Agenten für bestimmte unabhängige Filme, auch gerade Filme, die keinen Verleih haben.
Und ich fände es super, wenn wir da einfach Agenten hätten, die solche Filme unterstützen und so auch die Kinos unterstützen und so auch den Kinos helfen, noch mehr Besucher zu kriegen. Darf ich dazu auch noch? Ich wollte auch gerade. Aber mach mich. Nein, also ich hatte vor Frankreich, die machen das ja, alles unter 14 zahlt 4 Euro. Ja. Das ist einfach eine unglaubliche Incentivierung. Und die Idee ist ja auch schon, wird ja auch halb in Frankreich schon, ne? die haben diesen Kulturpass. Ja. Mit 300 Euro kriegt jeder Jugendliche bis 18 Jahre und kann in eine Musikschule, aber auch in ein Kino gehen. Also ein kulturelles Angebot nutzen. Also die Idee, dass da Kino mit dazugehört, ist eben auch wieder typisch französisch. Und ich habe versucht, diese Idee bis einschließlich 15 Jahre, dann passt das auch mit der FSK 16, für 5 Euro in Deutschland mal auch über mehrere Kinobetreiberketten hinaus zu etablieren. Finden alle super und erkennen auch alle, dass man die Jugend irgendwie angreifen muss. Aber dann kommt Disney und sagt, oder auch andere Verleiher, die dann einen Film haben, der ein jugendliches Publikum anspricht und sagt, unser Publikum ist zu 60%, fällt das in die so begünstigte Altersklasse, da verlieren wir relativ viel Geld. Und dann haben Sie wiederum recht, das kann nur mit einer Unterstützung der Politik dann in irgendeiner Art und Weise ausgeglichen werden, dass diejenigen, die Geld damit verdienen müssen, eben auch ihr Geld bekommen und gleichzeitig aber diese Jugendarbeit aufgebaut wird. Finde ich genau richtig, wäre ich sofort dabei. Wir hatten tatsächlich im Juli ein Gespräch mit Frau Giffey und der haben wir das erzählt, dass wir das gerne hätten. Und dass das doch mal eine schöne Sache wäre für Berlin als Kulturhauptstadt. Und sie hatte da sehr, sehr offene Ohren für und hat wohl auch schon in ihrem Programm etwas dazu erwähnt, dass sie die Jugendlichen, die jetzt 2 Jahre so viel auf Rausgehen verzichten mussten, dass sie die mit einer Geldsumme ausstattet, die sie dann frei verfügbar auch einlösen dürfen für kulturelle Angebote. Also insofern, ich glaube, es ist ein Weg dahin, und es ist ein kleiner Schritt, und der macht vielleicht auch Schule, und vielleicht kriegen wir es auch noch größer hin und mehr in Richtung Frankreich. Dankeschön.